Moin, moin, liebe Mats Abba. Ja, wir sind wieder einmal mit Mats Ab live auf Sendung, weil die Bundesliga ja ihre Schatten vorauswirft. Und heute haben wir einen ganz, ganz großen Mann, den ich sehr verehre. Wieder einmal nach Uwe Seeler, muss ich es sagen. Wir haben den Kultreporter schlechthin in Deutschland zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Manni Breukmann den Weg zu uns gefunden hat. Manni, Dieter, mach das Fenster auf, es staubt hier so. Es ist ja furchtbar. Komm, also ihr hört wahrscheinlich, wir duzen uns schon lange, weil wir schon viel durch die Weltgeschichte gereist sind mit der Nationalmannschaft zusammen. Wir kennen uns Jahrzehnte, wir schätzen uns, wir mögen uns und deswegen finde ich es ganz besonders toll, dass du hier in die Räume des Hamburger Abendblatts gekommen bist. Ja, und du hast uns sogar was mitgebracht, das finde ich ganz toll, denn Manni Breukmann ist nicht nur ein super Reporter, sondern auch ein super Schreiber. Mehrere Bücher schon auf den Markt gebracht. Du hast mir mal eins geschickt. Wie heißt das noch mit deiner der Liebhaber? Irgendwas mit 50 legendäre Szenen des deutschen Fußballs? Hast du erzählt? Nein, das ist mein also Leben als jugendlicher Draufgänger. Das sind so Kindheitserinnerungen aus dem schönen Ruhrgebiet. Unglaublich, hast du mir eine wunderschöne, werde ich nie vergessen und werde ich immer aufbewahren, eine wunderschöne Widmung geschrieben. Das war toll. Und heute hat Manni dieses, sein neuestes Werk mitgebracht. Es kommen viele weitere. Und ja, ich habe gesehen, Fußballgipfel unter anderem mit Harald Schmidt, Claudia Roth und Uli Hoeneß, deinem großen Widersacher von unzähligen Doppelpässen in Sport 1. Dazu muss man ja was sagen. Dieses Buch, das ist ja jetzt nicht einen Monat alt, sondern das ist ungefähr vor einem Jahr entstanden. Da saßen all diese Personen bei mir zu Hause auf dem Sofa, meine Frau, die kriegt ja vorher Putzzwang, und haben sich 6 Stunden lang über Fußball unterhalten. Dabei habe ich verschiedene Dinge festgestellt. Erstens, die Claudia Roth ist nicht unbedingt so eine Zicke, wie sie häufiger im Fernsehen erscheint. Hab ich auch schon festgestellt. Sie ist ganz warmherzig, natürlich immer sehr emotional und hat einen starken Bezug zum Fußball. Uli Hoeneß sowieso. Damals war ja von Steuerbetrug überhaupt noch nicht die Rede. Ja. Aber es ist interessant festzustellen in diesem Buch, also wir haben uns über alle möglichen Aspekte von Fußball unterhalten. Harald Schmidt, der sich auch für Fußball interessiert, war für die satirischen Pointen zuständig. Und der Uli Hoeneß, immer ein Vertreter für die saubere Welt des Fußballs. Er hat ja auch ein Plädoyer des Öfteren gehalten in Talkshows für die saubere Finanzwelt. Und dass man von so einer Fallhöhe dann auch mal richtig hart runterfallen kann, das beweisen die Ereignisse, die wir ab Anfang des Jahres erlebt haben. Aber das spielt da noch gar keine Rolle. Es gibt so ein paar ganz schöne Einblicke in die Welt des Fußballs. Wurden natürlich dadurch erschwert, dass alle drei Gesprächspartner Schwaben sind. Ja. Uli Hoeneß und die Claudia Roth sind sogar noch um 6 Ecken rum verwandt. Das ist natürlich für mich eine harte Aufgabe. Ich glaube, ich habe sie ganz gut gelöst. Unfassbar. Also dieses Buch hat er mir nicht mitgebracht, sondern euch. Wer dieses Buch erwerben wird, ich hoffe, Manni, du wirst es auch nochmal signieren. Ja, ja, mache ich. Bliest dich locker auf 3 Klositzungen. Und ich werde es dann verlosen und auch im Blog bekannt geben. Was sagst du? Das liest sich locker und leicht. Das ist also so ein Gesprächsprotokoll, ein langes Interview, wenn man so will. Ja. 3, 4 Klositzungen, dann ist man damit super durch. Quasi. Habt ihr auch über die Bundesliga gesprochen? Ja, natürlich haben wir über die Bundesliga gesprochen. Im 50. Jahr der Bundesliga mussten wir über die Bundesliga sprechen. Jetzt stehen wir vor der 51. Saison. Und was ist für dich am spannendsten? Es kann ja nicht mehr um den Meistertitel gehen. Ne? Das ist ja das Problem, mit dem ich mich auch schon seit Wochen herumschlage. Ich persönlich glaube mittlerweile nicht mehr, dass sich das annähernd wiederholen wird, wie in der letzten Saison mit 25 Punkte Vorsprung und so. Ich kann das sowieso nicht haben, wenn da ein neuer Trainer kommt, der als so eine Art Halbgott verehrt wird. Man freut sich, stößt Gebete gen Himmel, dass er endlich vom Himmel herabgestiegen ist. Der experimentiert im Augenblick noch ein bisschen rum. Der verändert dieses und jenes am System. Lahm ist plötzlich mal im Mittelfeld zu sehen. Man diskutiert darüber, ob der Schweinsteiger überhaupt spielen wird. Genau. Es hat einige Schwächen in der Abwehr gegeben. Das kann mit Beginn der Bundesliga alles vorbei sein. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich habe aber den Eindruck, dass auf jeden Fall Borussia Dortmund
da zumindest mal eine Phase lang mithalten kann. Ob die das Rennen bis zum Ende offen halten, weiß ich nicht so genau. Für mich wäre es eine erschreckende Vorstellung, jetzt die nächsten 3 Jahre, wie der Bayern München schon Anfang April Meister wäre oder so. Ja. Ich glaube es auch nicht so richtig. Uwe Seeler hat ja gesagt, die könnten vielleicht schon zur Herbstserie, Ende Herbstserie Meister sein. Also aber, Quatsch. Und Uwe hat auch gesagt, die beiden Mannschaften, die Bayern München ja besitzt, würden unter den ersten dreien zu finden sein am Ende der Saison. Ja, 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 ist immer hier Laber. Vor Beginn der Saison auch die ganzen Vorbereitungsspiele. Können wir ja gleich beim HSV noch drüber reden. Ja, das ist ja immer so eine Sache, das kannst du in Teilen vergessen. Das sind ja Trainingsspiele, da ist die Mannschaft in einem ganz unterschiedlichen Zustand. Dann fangen sie sich mal 4 Stück und so und jeder sagt wieder, boah, wie wird das enden? Abstiegsgefahr. Also lass erst mal anfangen und mit den Prognosen ist es ganz schwer. Ich habe mir sogar weitgehend abgewöhnt, solche Prognosen zu machen. Du fällst immer auf die Schnauze. Ja, wahrscheinlich ist es so. Meistens. Du hast eben Borussia Dortmund erwähnt. Das ist ja auch meine große Hoffnung, dass die wenigstens den Bayern so ein bisschen Angst und Schrecken einjagen könnten. Fällt dir das schwer, wenn du über Borussia Dortmund sprichst? Weil du bist ja... Das wissen vielleicht nicht alle, aber das Geheimnis lüften wir jetzt für die, die es noch nicht wissen. Schalke. Ja, deswegen bin ich ja auch beim Schalker-Sieg gegen den HSV am Sonntag mit dabei im Stadion. Ach so, da bist du schon. Also aber du bist davon überzeugt, dass Schalke gewinnt. Ob die haben sich genauso angestellt gegen Nöttingen wie der HSV gegen Jena. Ich weiß, aber ja, Augenhöhe mit Schalke, soweit ist es noch nicht. Nee. Wenn ich gnädig bin, sage ich noch nicht. Und es fällt mir überhaupt nicht schwer, über Borussia Dortmund zu reden. Denn wenn mir eines fehlt, dann ist es der Fanatismus. Natürlich flackert in mir ein blau-weißes Flämmchen. Ja. Ich bin Schalker, aber ich bin kein fanatischer Schalker. Ja, ich habe eine Schwäche für die Schalker, ich habe aber auch Schwäche für die Vereine im Ruhrgebiet. Und es wird mir nie einfallen, wenn Borussia Dortmund gegen Bayern München spielt, den Bayern die Daumen zu drücken. Also auf die Idee würde ich nur wirklich nicht kommen. Und ich habe eine gewisse Distanz. Sehr sympathisch. Eine gewisse Distanz zu dem ganzen Bundesliga-Geschäft. Ja. Das führt auch dazu, dass ich zwar Sympathien habe, aber jetzt nicht durchdrehe, wenn ich die Schalker sehe. Ja. Hast du denn auch ein wenig Sympathien für Hamburg oder für den HSV? Oder geht dir das am Hintern vorbei? Am Hintern vorbei würde ich nicht sagen. Aber dass ich Sympathien für den HSV hätte, nicht. Ne? Ich habe eine St. Pauli-Anleihe übrigens. Oh Gott, das müssen wir jetzt wahrscheinlich. Ihr seid doch für ganz Hamburg zuständig. Ja, ihr seid ja nicht nur für den HSV. Nein, das ist Matz-Abbes HSV-Block. Also, nein. Das ist ja der HSV, richtig. Ja, genau. Schneid das ruhig raus. Das war eine rein geschäftliche Entscheidung, weil ich glaube, dass sie nicht vor die Wand fahren in den nächsten Jahren. Nicht vor die Wand fahren. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass man so etwas überhaupt kauft. Du hättest eine HSV-Anleihe auch kaufen können, aber da glaubst du, dass der HSV gegen die Wand gefahren wird, oder? Nein, das glaube ich nicht, dass der HSV gegen die Wand fährt. Der HSV muss mal sehen, dass er seine Strukturen mal ein bisschen verbessert. Es kann nicht sein. Mann, ich sag bitte nicht, dass ich dir das irgendwie vor der Sendung eingeflößt habe. Das kommt von dir ganz alleine jetzt. Wir haben vor diesem Interview nicht über den HSV miteinander gesprochen. So ist das. Ich verfolge das natürlich aus der Ferne, ganz klar, aber ich verfolge es und ich sage dir, wenn da andauernd, was weiß ich, Indiskretionen, Streitereien, Präsidium gegen Aufsichtsrat für mich sowieso aufgebläht. Jeder weiß es, aber es ändert sich ja nichts. Ja. Und das finde ich wirklich, wirklich blöd, dass der HSV... Ist amateurhaft irgendwie, finde ich. Ja, ne? Also, dass der HSV sich jetzt in einem Neuaufbau befindet, dass dieses Chelsea-B-Experiment da mal langsam abgebrochen wird. Und man guckt, dass man sich neu sortiert, das ist ja alles okay. Und das braucht wahrscheinlich auch seine Zeit. Ein bisschen Geduld musst du immer haben. Ja. Man muss nur aufpassen, dass da keine Abstiegsgefahr plötzlich entsteht. Ich las ja jetzt in der FAZ am Sonntag, dass sie den HSV auf Platz 17 getan haben. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich will es mir auch nicht vorstellen. Gibt es immer noch die Uhr, wo die Zugehörigkeit... Ja, eine neue Uhr ist. Ach, ja, die andere hatte ja Ende der Saison oder Mitte der Saison den Geist aufgegeben. Tiefe Symbolik. Oha, hoffentlich nicht. Ja. Also, aber es gibt die Uhr wieder und... demnächst wird die auch auf 50 gestellt. Ne? Also genau 50 Jahre dann
Ja, das ist schon mal sehr, sehr schön. Der HSV ist der Dino. Hat dir denn im Laufe deiner Zeit, du hast 36 Jahre Radioreporter gemacht und bist wirklich Kult in Deutschland, das muss man wirklich sagen. Hat dir irgendwann mal ein HSVer ganz besonders in deiner Bundesliga-Zeit imponiert? Ja, muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Kevin Keegan. Ich bin ja sowieso immer einer gewesen, der das Flügelspiel immer richtig klasse fand mit Tricks und so. Ja. Und da war unser Kevin, Mighty Mouse, war für mich der Allergrößte. Ne? Ja. Rudi Kargus natürlich auch als Torwart, fand ich auch nicht schlecht. Super. Felix Magath als Stratege. Ja. Horst Rubesch, ne? Ah, den habe ich ja auch geliebt. Ne? Das, ja. Ich habe den mal erlebt, da haben die in Köln gewonnen und er hat das einzige Tor gemacht. Da fuhr der bei der Abfahrt hinter mir in Köln auf der Aachener Straße in seinem dicken Mercedes und lächelte die ganze Zeit. Er war allein im Auto. Ja. Er hat sich so gefreut, dass er dieses entscheidende Tor gemacht hat für den HSV in Köln. Also das sind schon große Figuren gewesen, haben wir gesprochen. Ja, ganz und klar. Die ist heute leider vielleicht mit Abstrichen mit René Adler und mit Raphael van der Vaart und für mich auch Heiko Westermann sonst nicht mehr gibt. Was ist denn mit Beister? Ich wohne ja in Düsseldorf, ich habe Fortuna Düsseldorf nachverfolgt und der galt doch mal eine Weile als ein Riesentalent mit einem Wahnsinnsdurchbruch. Alle erzählten sie darüber, jeder Düsseldorfer sagte, schade, dass der wieder zum HSV muss. Ja. Und schon in der Rückrunde dieser zweiten Liga kriegt er diese weiße Weste ein paar Flecken. Genau. Also es ist ja kein schlechter. Ich wünsche gerade dem Beister in dieser Saison, dass er mit Ilicevic da auf der anderen Seite, dass er da mal so eine Art Durchbruch haben wird. Das fände ich klasse. Sehe ich nicht so, aber Maximilian Beister, muss ich sagen, der genießt auch das Vertrauen von Thorsten Fink. Mhm. Und er muss sich jetzt durchbeißen und beweisen, sonst verkümmert er als ist er sensibel? Talent. Ist er sensibel? 100 pro. Also nach außen wirkt es nicht so, aber im Inneren hundertprozentig ein kleines sensiblich. Solche Künstler musst du stärken. Das ist ja dann auch die Aufgabe für den Trainer. Denn die Anlagen hat er. Ja. Ich habe den ja in diversen Spielen gesehen. Ja. Das war richtig gut. Er ist also auch strategisch gar nicht schlecht. Den direkten Weg zum Tor oft und lässt sich auch nicht beeindrucken durch Härte, sondern geht da mit dem Kopf durch die Wand teilweise. Also das ist schon. Also ich erhoffe mir das auch von ihm, den Durchbruch. Das bedeutet aber auch, dass er Spieleinsätze bekommt und nicht nur immer nur von der Bank und die letzten 10 Minuten oder so, sondern dann muss er auch mal ins Das ist gerade solche Leute entwickeln sich dann überhaupt nicht. Ja. Mit Kurzeinsätzen kommst du da nicht weiter. Ne? Nee, genau. Uwe Seeler, was hat der dir gegeben? Hast du ihn mal interviewt in der Zeit? Ich habe Uwe Seeler interviewt. Ich war sogar mal hier in Hamburg mit Uwe Seeler Mittagessen. Ja. Das war, als dieser große Ball vom Rathaus war bei der Weltmeisterschaft 2006. Ja, erinnere ich. Ja. Das war ja so eine Riesenaktion. Genau. Da sollte ja die Bevölkerung eingestimmt werden. Wo Fußball gespielt, Uwe war auch da. Ja. Und wir sind dann zum Franzosen gegangen und haben ein bisschen was gegessen. Ja. Also ich habe ihn früher auch schon mal interviewt. Also ich hatte schon mal dann und wann Kontakt. Ja. Er ist einer der Legenden an sich, ne, das muss man so sagen. Und Davon gibt's nicht mehr viele. Bodenständigkeit ist natürlich Legende. Naja. Ja. Naja. Was ist, Manni, attraktiver Fußball für dich? Attraktiver Fußball ist im Gegensatz, sagen wir mal, zu den 80er Jahren oder auch noch ein bisschen 70er Jahre, als Bayern München sich immer so den Ball zugeschoben hat, so eiskalt erstmal defensiv absichern und vielleicht dann vorne mal ein Tor machen. Attraktiver Fußball ist für mich immer offensiver Fußball. Ja. Wobei wir mittlerweile erfahren haben, auch durch die Meisterschaften von Borussia Dortmund, durch die Arbeit von Klopp, dass die defensive Absicherung auch dabei ist. Ja. Aber wenn du ein sehr laufintensives Team hast, das auch taktisches Verständnis mitbringt, dann kannst du, vorausgesetzt du hast noch so ein, zwei Künstler, die auch Fußballkunst zeigen können, richtig schönes, nach vorne orientiertes Fußballspiel sehen, mit vielen Torraumszenen und Toren. Das ist richtig klasse. Das hat doch im Grunde genommen vor 3 Jahren Dortmund den Bayern vorgemacht, ne? So attraktiv Fußball zu spielen. Ja, dass alle Mann in Bewegung sind, vorne, hinten und schnell gespielt und dann auch mit Finesse.
Das muss man sagen. Ja, ich weiß nicht, wie der Kloppo vermöbelt worden ist in den Zeitungen, als er da vom Plagiat gesprochen hat, als die Bayern das dann hinterher so ähnlich gemacht haben. Der Fußball von Louis van Gaal war halt nicht besonders attraktiv. Ja. Ne? Man schob sich da in der eigenen Hälfte da die Bälle zu, war gar nicht so gut. Also da hat Borussia Dortmund einen sehr interessanten Weg beschritten. Und das führt ja auch, das haben wir ja erlebt beim Champions-League-Finale, zu einer gewissen Dominanz, im Augenblick zumindest, sicherlich nicht auf Dauer, aber im Augenblick, unsere beiden Spitzenclubs, die können sich sehen lassen, hat aber die nachteilige Folge, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, dass es vielleicht irgendwie so ein bisschen spanisch wird. Wie Real und Barcelona, also, möchte ich gerne nicht haben. Weißt du hast zwei an der Spitze und hinten dran kommen welche, von denen die meisten gerne möchten, aber noch nicht so richtig können. Ab und zu mal kleine Überraschungsmannschaften, Freiburg, Frankfurt letzte Saison. Das wäre nicht so gut. Wenn wir so eine absolute Dominanz kriegen, wäre nicht so gut. Ja. Hast du nicht auch das Gefühl, also mir geht es im Moment so, Vorbereitung hast du gesagt, zählt alles nicht, aber dass solche Mannschaften wie Bremen, wie Freiburg, wie Hannover, wie Nürnberg, vielleicht auch ein wenig der HSV, schwächer werden könnten und die auf nimmer Wiedersehen davonziehen da oben. Ja, yeah. Also, könnte schon sein. Also wir können das nicht nur, dass die Großen da weiter groß bleiben oder groß werden, immer größer werden, aber ich habe das Gefühl, dass andere Vereine so ein bisschen sich gesund schrumpfen müssen und dadurch leidet der Fußball, den die spielen. Stell dir doch mal die Frage, wer sind die ernsthaften Konkurrenten für Bayern München und Borussia Dortmund? Ja. Dann kommst du erstmal auf Schalke Leverkusen. Ja. Das war ja in diesem, dann wär schon in diesem Jahr. Ja, aber ob die schon ranreichen an die Qualität der beiden Erstgenannten, das ist die Frage. Und danach, und da hast du vollkommen recht, ist nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge ist Feierabend. Wie gesagt, Überraschungsmannschaften immer wieder gerne. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was Hoffenheim dieses Jahr bringt. Ja. Die Stuttgarter haben sie auch ganz gut verstärkt. Die vergisst man immer so leicht. Ja. Muss man mal gucken. Und es gibt überdurchschnittlich viele Wundertüten. Was weiß ich, was Borussia Mönchengladbach bringt? Ja. Was weiß ich, wie die Freiburger die ganzen Abgänge da verdaut haben? Ja. Was weiß ich, ob nicht Werder Bremen dieses Otto Rehhagel-Syndrom kriegt und nach dem Weggang eines langjährigen Trainers, in diesem Falle Thomas Schaaf, erstmal durch ein ganz tiefes Tal geht? Ja. Da sehen auch viele Abstiegsgefahr. Ich würde es Robin Dutt nicht gönnen, muss ich sagen, weil ich den für einen guten Mann halte. Du nicht? Ich halte den auch für einen guten Mann. Okay. Aber das ist immer so eine Geschichte, wenn einer da 13 Jahre war es doch, ne? 13 Jahre trainiert hat, dann ist er plötzlich weg. Das ist wie bei politischen großen Figuren. Was dahinter kommt, da gibt es immer noch ein gewisses Durcheinander. Da muss neu aufgebaut werden, eine neue Linie entwickelt werden. Das wird für Werder sehr schwierig werden. Freut natürlich den HSV-Fan. Ne? Das auf jeden Fall. Also da gibt es schon erhobene Arme hier. Ich weiß. Einige laufen da stundenlang und tagelang rum. Was ich sagen wollte, du hast Pep Guardiola angesprochen, dass der ja vieles Neues versucht. Und Bayern München, habe ich so den Eindruck in der Vorbereitung, möchte auch so ein bisschen, also weil der Trainer es so will, Tiki-Taka spielen. Das bedeutet viel Ballbesitz. Das ist für mich schon nicht mehr so attraktiv wie der Stil von Borussia Dortmund, nämlich nach vorne, so schnell wie möglich. Also wenn das ein ödes Ballbesitzspiel wird, ich erinnere mich an die Spiele der spanischen Nationalmannschaft bei der letzten Weltmeisterschaft ist es gewesen, nee, oder Europameisterschaft, ist bei der Europameisterschaft, das war ja überwiegend ganz furchtbar zum Angucken. Die zirkelten sich immer so den Ball im Mittelfeld zu. Manche Sportjournalisten geraten darüber ja in riesige Verzückung. Aber wenn ich doch den Weg nicht nach vorne sehe, ich auch nicht. Dieses Kreiseln, also die Ballbesitzzeit an sich sagt doch gar nichts aus. Da kannst du auch nicht im Gegenschluss, wenn du jetzt sagst, dann kommen die anderen aber nicht an Ball. Das macht's ja dann auch nicht besser. Im Finale, da waren sie dann richtig gut. Und wenn das so eine Art von Tiki-Taka ist, dann ist es ja auch in Ordnung. Es kann aber auch sturzlangweilig sein. Ja, aber also beim HSV, ich weiß nicht, ob du hast ja letzte Saison noch
moderiert, kommentiert. Wir haben den aber auf Schalke gespielt. Wie haben Sie denn hier in Hamburg gespielt? Ach so, ja. Ja, genau. Das war nur ein Unterschied, glaube ich. Ne? Ja, und, ja. Und hier haben Sie die vorgeführt. Also das ja, muss ja. ich sagen, da war der gute Hübs Stevens noch Trainer. Und ich habe selten mal eine so schwache Mannschaft erlebt wie Schalke. An dem Tag haben sie nur 3-1 verloren, aber gefühlt war das 6-1. Dann hat der HSV natürlich auch nur 4-1 verloren, hätte höher werden müssen eigentlich im Rückspiel. Also da schenken wir uns beide nichts, aber der HSV spielt ja auch unheimlich viel auf Ball halten, quer zurück, oftmals sogar ganz zum Torwart zurück. Und ist dir das aufgefallen in der Zeit, wo du noch am Mikrofon gesessen hast? Also mir ist aufgefallen, erstens, dass der HSV eine absolute Achterbahnfahrt gemacht hat. Dass der HSV in größeren Phasen nicht so besonders attraktiv gespielt hat. Also das ist ja kein Wert an sich. Wenn du verlierst, kannst du richtig toll attraktiv spielen. Dafür wird dir keiner danken. Und es fiel auch auf, dass wenn man mal 0-1 hinten liegt und fängt sich dann noch eins, man bricht man gleich auseinander. Ja. Also diese Sache mit den neuen Dingern in München ist ja ganz furchtbar. Und demgegenüber ein 4-1-Erfolg beim BVB, meine Güte, du musst immer auf alles gefasst sein. Du musst ja ganz stahlharte Nerven haben als HSV-Fan. Und da hoffe ich natürlich auch in eurem Sinne, dass der Van der Vaart nochmal ein richtig gutes Jahr bekommt. Ja. Das weiß man nicht. Traust du ihm das zu? Potenzial hat er immer, aber das sehe ich im Augenblick so 60-40. Also ja. 60-40 dafür, dass es so kommen wird. Ja. Hat er jetzt ein schönes Freistoßtor gemacht im Pokal? Ja, das vielleicht ist das so eine Initialzündung genau, so gewesen. Ja, glaube ich Die auch. Die privaten Verhältnisse sind wieder okay. Na, ja. Mal gucken. Genau. Dieses 2-9 muss ich schnell nochmal aufnehmen. Ich weiß, ich glaube, ich habe die SMS noch. Du hast mir spontan eine SMS geschickt und hat gesagt, was ist da los? Also, ja. Das war, also, ja, aber das fragen wir uns heute noch, was dann war dann noch da in los? München. Aber, naja, genau. Gut. Gibt es, Manni, den perfekten Fußball für dich? Den perfekten Fußball kann es gar nicht geben. Es gibt weder den perfekten Fußball, noch gibt es die perfekte Fußballreportage. Es wird ja gerne versucht. Man versucht ja, den Fußball zu mathematisieren. Ja, man macht ja so Gleichungen, ganz viele Zahlen, Analysen und so. Man glaubt ja, es ginge. Aber der Fuß ist ein ganz unperfektes Körperteil. Da kriegst du nicht so exakt hin. Viel schlechter ausgebildet. Das sag mal Franz Beckenbauer, ich glaube nicht. Ja, doch. Bei dem, der ist eine Ausnahme. Ja, Ausnahme. Bei den meisten ist das so. Das stimmt. Deswegen kriegst du keinen perfekten Fußball. Du kriegst wirklich schöne Fußballmomente. Ja. Aber du kriegst auch in der Fußball-Bundesliga grausame Kicks. Und das ist übrigens auch meine Kritik an den derzeitigen Verhältnissen. Wir haben ja einen unglaublichen Boom. Und das interessiert sich ja Hinz und Kunz und jeder. Und alle wollen sie mitreden beim Fußball. Auch die, die überhaupt keine Ahnung haben. Auch die ganzen Event-Fans finde ich da nicht so gut. Und es wird ja speziell durchs Fernsehen massiv gepowert. Es erscheint ja so als ein Wahnsinns-Hochglanzprodukt. Ja? Und dann guckst du dir irgendwann mal an, was weiß ich, Leverkusen gegen Mainz 0-0 oder so. Ja. Und denkst, das ist also hier das Hochglanzprodukt. Man darf nicht den Bezug zur fußballerischen Realität verlieren. Ja. Die ist nämlich nicht immer so toll. Nein, natürlich. Also ich habe einen Freund aus Frankreich, mit dem war ich mal beim gemeinsamen HSV und der hat gesagt, das ist Bundesliga-Fußball. Ich glaube es nicht. Also der war entsetzt, wirklich total entsetzt und der war Amateur-Nationalspieler in Frankreich, also der verstand was vom Fußball und so ist es. Also ich glaube auch diese Hyperei, dass die Bundesliga die beste Liga der Welt ist, ich glaube der letzte Prominente, der das verkündete, war Felix Magath, das stimmt so nicht, oder? Ja, im Augenblick sind die schon ganz gut drauf. Also das muss man wirklich sagen. Dass also unsere Liga besser ist als die italienische, würde ich immer sagen. Ja, das. Und es läuft in der spanischen Liga zu viel Kropfzeug rum. Ja, also was weiß ich, Santander oder so. Solche Vereine haben wir nicht unbedingt in unserer Liga. Und die englische Liga muss da auch mal genau analysieren, jenseits der 4, 5 Top-Clubs.
die da mit reichlich Scheichgeld und Ölmagnatengeld und Ami-Geld hochgepusht worden sind. Also wir sind schon wirklich ganz oben dabei. Ich habe nur, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, nicht den festen Glauben, dass das jetzt eine automatische Entwicklung ist und in den nächsten Jahren so bleiben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ganz oben dabei. Lass uns mal schnell mal zur Nationalmannschaft springen. Ganz kurz, wie beurteilst du die Chancen 2014 in Brasilien? Also es ist in Brasilien. Man muss auch mal gucken, wie die Schiedsrichter so pfeifen in Brasilien. Und ich finde es wahnsinnig vermessen. Obwohl ich das, mich ärgert das auch. Dann haben wir den letzten Titel, 96 haben wir den gehabt, mit Bertie Vogt, genau. Dem viel gescholtenen, hatten wir den letzten Titel. Dank und alle Welt wird sich jetzt darauf einschießen und tut das im Augenblick schon, dass jetzt unbedingt wieder ein Titel her muss. Für mich ist es ein Erfolg, wenn diese deutsche Nationalmannschaft unter die letzten vier kommt. Und da muss man mal gucken. Viertelfinale ausscheiden, wäre nicht so schön. Ich würde schon den Maßstab setzen, dass diese deutsche Nationalmannschaft unter die letzten vier kommen sollte. Wenn die aber durch einen blöden Zufall jetzt im Viertelfinale gegen Argentinien oder was ausscheiden, meine Güte. Ja, also ich kann, für mich besteht die Gleichung einfach nicht. Jogi Löw wird nicht Weltmeister, also hat er jetzt krass versagt. Seine letzte Chance. Ja. Dem hänge ich nicht nach. Das finde ich sehr ungerecht. Absolut. Nein, das würde ich auch nicht unterstreichen. Ganz eindeutig nicht. Also nochmal zurück zur Bundesliga. 50 Jahre, wenn man die Spiele von damals sieht, wurde ja relativ bedächtig gespielt. Heute ist das alles meistens in einem sehr hohen Tempo und auch technisch perfekter als damals, jedenfalls die meisten. Der deutsche Fußball hat sich ja ein wenig gewandelt. Die Innenverteidiger waren zu der Zeit 1963 noch richtige harte Kanten. Die Verteidiger auch, also Höttges, Rehhagel. Die grätschen immer. Die lagen immer am Boden. Genau. Und manche Trainer haben sich gefragt, wie wollen meine Jungs denn gewinnen und mitspielen, wenn die immer am Boden liegen? Das ist eine naheliegende Frage. Das hat sich ja schon gewaltig geändert. Und die Initialzündung ist ja 2000 gewesen. Ja. Nach dieser Europameisterschaft in Holland und Belgien, als man gesagt hat, so, jetzt ist es aber gut. Ja, genau. Ne? So ist das. Und seitdem wird ja unglaublich Wert auf Technik in der Ausbildung gelegt. Aber es gibt so diese richtigen harten Kanten oder diese Hauer und die da also angsteinflößend in Deutschland, im deutschen Fußball eigentlich nicht mehr so richtig. Hast du da Angst, dass da irgendwie was, das war ja immer eine Domäne des deutschen Fußballs, dass man auch Leute hatte, die da zur Sache gegangen sind und so, dass das fehlt in Zukunft beim Fußball? Es geht ja noch weiter. Irgendeiner hat sogar mal die These aufgestellt, der deutsche Fußball, der würde jetzt feminisiert oder so. Alles diese Weicheier mit ihren bunten Fußballschuhen. Nein, wenn du schnell bist und im richtigen Augenblick da stehst, wo du zu stehen hast, dann musst du nicht Horst-Dieter Höttges nachmachen. Ja. Das geht auch mit anderen Mitteln. Es geht auch mit ganz, ganz wenig gelben Karten. Ich erinnere mich, der ist ja nun auch nicht mehr aktiv dabei. Mertesacker kriegte so gut wie gar keine gelbe Karte in seiner ganzen Karriere. Ja. Also man muss nicht eine Kante sein, der dem anderen das Bein bricht. Das geht auch mit anderen Mitteln. In der also in der Welt, speziell auch in England, muss man ja sagen, wurde der deutsche Fußball immer niedergemacht als unattraktiv. Die Panzer. Engländer haben von Panzerfußball gesprochen. The German Tanks. Passt das für dich inzwischen? Schöner Fußball und Deutschland? Ja, sicher passt das. Also wir sind ja nicht auf ewig dazu verdammt, hier die Försterbrüder in der achten geklonten Fassung auf den Markt zu werfen. Ja, genau. Also da muss es doch mal eine Entwicklung geben. Und ich finde das toll, dass es eine Entwicklung gibt mit diesen vielen jungen Stürmern, mit den anderen taktischen Konzepten, mit einer stärkeren Betonung der Technik und die Athletik, die ist zwar auch dabei, ist aber gleichberechtigt, das finde ich richtig gut. Die Deutschen, das müssen jetzt nicht immer die verbissenen Arbeiter sein. Das war zu seiner Zeit halt zu akzeptieren, ne, dass man mit diesen Mitteln versucht hat, Erfolg zu haben. Beckenbauer hat ja 86 seine Jungs gegen Argentinien
im Finale rausgeschickt, glaube ich, und hat denen gesagt, Fußball spielen könnt ihr sowieso nicht. Seht wenigstens zu, dass ihr kämpferisch mithalten könnt. Also das ist Vergangenheit und das ist schön, dass es Vergangenheit ist. Ja, Beckenbauer ist eigentlich eine dieser tragenden Figuren der Bundesliga. Uwe Seeler mit Sicherheit auch. Gibt es für dich noch speziell Leute, die du mit der Bundesliga so verkörperst, dass man sagt, das ist Mr. Bundesliga für dich? Also Mr. Bundesliga, das finde ich nun ganz schlecht. Ja. Aber es stehen so viele, die Alofs-Brüder fallen mir jetzt ein. Ich beschränke mich jetzt mal so ein bisschen auf den Westen, weil ich ja daherkomme. Ja. Klaus Fischer, Manni Burgsmüller und so, solche Leute, die stehen ja auch. Frankie Mill stehen auch für die Fußball-Bundesliga. Ja. Müssen ja nicht unbedingt immer so die ganz großen Superstars sein. Ja. Aber die Fußball-Bundesliga hat schon ganz, ganz viele attraktive und richtig gute Spieler hervorgebracht. Und eins muss man allerdings sagen, diese Jungs, die da heute durch die Gegend laufen und Statements abgeben wie anderswo nur Regierungssprecher, die sind zwar sicherlich auch ganz gute Fußballer, aber die hauen nichts mehr raus. Also Sprüche raushauen ist nicht mehr. Ja. Dieses Leitbild hat so gut wie ausgedient. Also irgendwelche Matthäus Basler, Effenbergs, ja, diese, gibt's eigentlich die, nicht mehr. Nein, die gibt es nicht mehr. Ich heul denen nicht nach. Ja. Ist ja der größte Fehler, wenn Menschen in unserem Alter sagen, früher ist alles besser gewesen. Das tun wir natürlich nicht. Ja. Aber man muss sagen, an mancher Stelle ist es ein bisschen langweiliger geworden. Ja. Das muss man ganz klar so sehen. Auf der einen Seite erwarten die Trainer mehr Verantwortung von ihren Spielern. Auf der anderen Seite werden sie so eingepfercht, dass sie sich kaum noch entwickeln können. Sind so nette, haben immer Angst vor der Schlagzeile in der Bildzeitung. Genau. Guck mal heute, du wirst es noch viel besser erinnern oder auch gesehen haben, dass nach einer vergebenen Torschance oder nach einem riesigen Fehler geht der Blick von den meisten Spielern immer ganz verschüchtert zur Trainerbank. Oh, hoffentlich springt der Alte nicht gleich in die Luft und haut. Die trauen sich noch nicht mal mehr in irgendwelchen Abschiedsspielen oder so, mal so ein Jux-Spiel zu machen. Ja. Das spielte mal irgendwie die Nationalmannschaft gegen eine Auswahl von ausländischen Bundesligaspielern. Da stand zur Pause 0-0. Ja. Da muss doch 4-4 stehen. Ja. Da muss der Torwart sich mal daneben werfen oder so. Ja. Ganz schlimm, wo wir bei dieser Symbolik noch sind. Und Blick zur Trainerbank finde ich auch immer so. Diese ganzen Söldner, die immer sagen, hier, mein Verein, 8 Monate später bin ich schon erst. Da kommst du nicht mehr raus. Wie furchtbar. Nochmal zu dir, ganz kurz zurück, du machst jetzt nicht mehr Radio. Warum nicht? Ich hab ja Ende 2008 hab ich ja Schluss gemacht für den WDR. Und damit das muss ich nochmal erzählen, darf ich das ganz kurz erzählen? Ja. Ende 2008, also wir beide haben das Finale in Wien, das EM-Finale in Wien gesehen, unter dem Dach des Ernst-Hubbel-Stadions. Und ich schlich an Manni Breukmann vorbei. Er war gerade dabei, die Sachen einzupacken und sagte, Dieter, komm. Und er machte seine Aktentasche auf und holte eine Flasche gekühlten Sektes hervor. Ich konnte es nicht glauben. Und 2 Gläser. Und dann sagte er, wir trinken jetzt darauf. Das war meine letzte Live-Reportage für die Nationalmannschaft vielleicht. Ja, so, ne? Letztes großes Turnier. Genau. Feierabend. Und Ende des Jahres. Und dann haben wir da, ich weiß gar nicht, wie du 2 Gläser und eine Flasche Sekt damit reingekriegt hast, aber du hast es reingekriegt. Es gibt und dann immer haben wir Wege. Da oben im Ernst-Hubbel-Stadion gestanden und haben auf deine Karriere gesprochen. So, jetzt mach so weiter. Was? Also 2008? Ende 2008 habe ich ja ganz aufgehört. Ja. Ich bin ja in die Altersteilzeit gegangen. Ein Begriff, der viel zu schwer ist, um ihn zu erklären. Jedenfalls bin ich jetzt weit vor 60. Ja, ich bin Rentner. Ja. Zumindest klebt das Etikett auf mir. Ja. Mein letztes Spiel für die ARD war Bochum gegen den 1. FC Köln. Und eine der schlimmsten Erfahrungen in meiner Reporterzeit, mein letztes Tor meiner Karriere, hat ein Kölner geschossen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gewesen ist. Und dann du wurdest gehypt, du wurdest im Fernsehen gezeigt, weil es dein letztes Spiel war. Ja. Also so schlecht war das nun auch nicht. Nein, der Abschied war grandios. Genau, so ist das. Und 2,5 Jahre später, ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass ich da nichts mehr mache, fragte mich 9011, das Internetradio, und für die habe ich noch 2 Jahre Fußballspiele gemacht. Ja. Hätte ich gerne noch 2 Jahre draufgepackt. Ja.
Aber die sind ja hinterrücks erschossen worden von der DFL. Da gibt es jetzt Radio bei Sport1. Genau. Die haben mich nicht gefragt, auch wenn sie mich gefragt hätten, ich hätte es nicht mehr gemacht. Ja. Da ist jetzt für mich Feierabend. Ich mache noch viel Radio. Ich schreibe noch ab und zu Kolumnen. Ich schreibe jetzt gerade in Mallorca, Krimi. Moderierst eine Gala zum Beispiel? Ja, kommt auch vor. Also es ist noch einiges am Start. Ich habe dieses Computerspiel FIFA 11, 12, 13, 14 und so. Also es passiert noch eine 16, Menge. 17, passiert noch eine Menge. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin so als alte Rampensau, bin ich noch nach wie vor auf der Bühne und tanze was vor. Irgendwann wird es nachlassen. Ja. Da müssen wir uns ja alle mit abfinden, dass das nicht ewig so weitergeht. Sagst du das? Wer sich selber nur über diese öffentlichen Auftritte, gerade bei Radio und Fernsehen ist das noch gefährlicher definiert, der wird auch irgendwann mal böses Erwachen kriegen, nicht? Dass er an den Haaren aus dem Ring gezogen werden muss. Ja. Das schwöre ich dir, so werde ich nicht sein. Nee. Ich wünsche es dir, Manni, alles Gute, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Wir sind am Ende, wir haben schon etwas überzogen. Und die nächste HSV-Anleihe, die zeichne ich dann auch. Ja, super. Ich muss wieder was gut machen jetzt. Ja, genau. Also nicht nur dieses Buch hast du mitgebracht, du hast auch ein paar Autogrammkarten mitgebracht. Die wirst du gleich auch noch unterschreiben. Und dann, wer möchte, der soll sich melden bei mir und dann werde ich die verschicken. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für deine Zukunft und wir werden uns mit Sicherheit noch in dem ein oder anderen Stadion nochmal wiedersehen. Die gleichen Wünsche zurück. Vielen Dank.